Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal mit mir und sofort und dem. Und gleich. So, wir haben jetzt hier unser letztes Rumble Match Gilde 1. Nachdem da einiges in diesem Rumble schiefgelaufen ist bei denen, ist das neue Rumble-System. Wir kämpfen hier gegen King of Germany. Naja, King of Germany sieht jetzt nicht gerade so stark. 37 Leute haben schon gekämpft. Bei denen sind immer noch 6, fast 7 Stunden. Bei uns haben jetzt 39 gekämpft. Steht 32.510 zu 4. Oh Quatsch. Zu 23.408. So, ja, gucken wir mal ganz kurz rein, wie es bei den Matches gewesen ist. Aktuell gegen die Beer Buccaneers haben wir gewonnen. Walkers Redux, klar, verloren. Bending School Dropouts war, glaube ich, relativ knapp. Rogues Aeon Warriors. Dann hatten wir dieses Was Grew, Good Brew, Sleeper Agents, Dead by Dawn, Mad Frog Rising. Und dann hatten wir jetzt zum Schluss nochmal die Hair Bear Bunch, die, glaube ich, jetzt zum Schluss auf Platz 25 gelandet sind. Das mit diesem Matching nach dem neuen System kapiere ich noch nicht so ganz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir hier Mad Frog Warriors. Ja. Killer Care Bears. Das ist, glaube ich, die erste Gilde von denen, gegen die wir jetzt gerade kämpfen. So, und hier bei den Punkten, das das jetzt kann man das wenigstens mal scrollen. Genau. So, Black Lotus auch wieder mit dabei, Society of Sins, die Namen kennen wir ja inzwischen alle schon. Da vorne natürlich dann King of American Burger Sky. Ja, das wer, Tolle. Wer ist die Tote, Gilde? Wer ist die Tote? Die Tote Platz. Wo die zweite Gilde steht? Nein, wer die Tote? Wer der zweite Platz ist. Wer der zweite Platz ist? Ja. Der zweite Platz ist, Walkers of Gilde? Warte mal, ich blicke hier eh noch nicht so ganz durch. Walkers of Gilde, ja. Ich blicke hier eh noch nicht so ganz durch, wie das Ganze da läuft. Das Coole ist, inzwischen hat Kongregate eingelenkt und jetzt gibt es bis zu Platz 500 die Legendary-Karte. Ja, die Anzahl der Matches wurde auch reduziert von 18 auf 10. Dafür alle 12 Stunden dann jeweils ein Match. Und jetzt gehen wir doch einfach mal rein und kämpfen jetzt mal gegen King of Germany. Drei ehemalige Spieler unserer Gilden sind da drin. Echt? Ja. Warum? Sind die einfach besser oder was? Nö, waren bei uns jetzt nicht ganz so aktiv gewesen. Wer dann von denen? Ja, ich will jetzt keinen irgendwie blamen oder so. Ja, ich mein, das will ich jetzt nicht machen. Ja, ich meine, das sagst du, ja. Kannst du mir nach der Aufnahme sagen, ob du gegen jemanden aus unserer alten Liga gespielt hast? Kann ich dann auch gerne machen, ja. Ich möchte jetzt aber keinen hier irgendwie blamen. Das ist, okay. das gehört nicht ins Video rein. So, die ersten 100 haben wir schon gegen den Patrone. Patroni. Ja, dann schauen wir mal. Ersten 100 sind da, ist da. Juhu. Family D4D. Haben wir meine Tina. Und ja, krippeln wir mal bei dem da alles runter, was er so zu bieten hat. Kommen wir mit Eugene Belcher. Und nein, das machen wir mal so, genau. Jo, der Bill Autorife. Military Tax Bill, oder aber wir nehmen den Bobby und mit dem Bobby werden wir jetzt gleich mal anfangen zu heilen. Nicht mit dem Hasenkostüm. No. Der Peter wäre natürlich auch geil, aber nee, ich mache jetzt I love Bier, ich liebe Bier, um einfach erstmal wieder ein paar Leben zurückzubekommen. Den Bill setze ich mal schon mal
da neben dran. In Build Auto Drive. Auto Drive. So, ist das der Legibill? Ja, der Legibill, genau. Ich dir gezogen habe? Der, den du mir gezogen hast, ja. Damals, ja. Damals, so lange ist es jetzt noch nicht her. Ein Monat? Nein, noch nicht mal. Zwei Wochen? Ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen. Zwei Wochen. Sind es zwei Wochen schon? Stimmt. Ich glaube, es sind zwei Wochen, ja. So, und da ist auch die Batterie schon fast leer. Und jetzt haben wir diesen tollen... Doch, nicht mehr Bug. Der Bug ist jetzt wenigstens gefixt. Damals war es so, wenn hier die Batterie-Leeranzeige kam, ist mir das Spiel abgestürzt. So, jetzt haben wir natürlich, wir haben jetzt diverse Möglichkeiten, was wir machen können. Wir könnten die betrunkene Lieder spielen. Wir könnten hier die Katz spielen. Wir könnten aber auch Susan Boyle. Das ist natürlich die gestresste Lila mit 23-fach Grace. Das ist natürlich mega mörderbrutal. Und? Kabelloser Audiotransmitter. Ich hab den gleich entdeckt. So. Ich hab den damals schon entdeckt. Ich hab den echt tatsächlich nur reingenommen, jetzt wegen der Lila. So, Bänderbräu soll noch ein bisschen mitteilen. Und dann gucken wir mal. 116 Angriff. Habt ihr das gesehen? 116 Angriff. 116 Angriff hat die jetzt gehabt zum Schluss. Das ist echt. Hardcore übel. Damit zerstörst du alles. Fast. Fast alles. Was spielst du gerade? Ah, er spielt Fahrschule. Ja. So. Manchmal, ich hasse es, ne? Dieser Bremsweg, das geht mir so auf den Nerven. Lila. Ich habe einfach, weißt du, manchmal durch diese Sicht, die ich hier habe, siehst du manchmal was um die Ecke nicht, dann ist der Bremsweg so lange und dann fährst du ein Auto rein. Dann bist du durchgefallen. Mhm. Schlimm ist das. Komm, wir fangen jetzt mal so an. Und dann machen wir hier den Skulptor Peter nebendran. Und dann ist auch schon diese Runde vorbei. Ich vermute, es werden jetzt die glatten 100 sein, genau. Glatte 100, jawohl. Tja, King of Germany. Fallen mir so unendlich viele Sprüche dazu ein, wenn ich richtig gemein wäre, aber ich mache das jetzt nicht. Nein, nein, wir wollen ja, böse gleich. Wir wollen ja anständig bleiben. Du und anständig. Ich versuch's wenigstens. So, wenn dir das ein Feldhaus wäre, nimmst du raus. Nein, das mache ich jetzt nicht. So, sag Roger, mal, was ist denn das? Rogers Kleiderschrank. Alter. Ich fahre 40. Ja, und? Und der vor mir bremst auf 20 runter. Und? Du und hast. Ich crash rein. Und du hast nicht den Mindestabstand eingehalten. Das kannst du hier nicht. Das ist du kannst nicht den Mindest, du kannst nicht den Mindestabstand einhalten. Das ist einhalten. So heftig. So. Du, wie willst du aus der Sicht den Mindestabstand berechnen? 33. 3 Meter sind es, ne? 3 Meter. Wow. Ja, kein Wunder, dass du reincrashst. Ja. 5 Meter? 7 Meter? 10 Meter? Und worauf könnte es unter Umständen ankommen? So, schlimme Tina. Oder gerade schlimmer Herr Gleich. Der Böse. Very schlimmer Gleich. Sag mal. Very, very, very schlimmer Gleich. So. Ja, ich hätte gerne auch von Gilde 2 vom Rumble eine Aufnahme gemacht. Aber irgendwie stürzt mir da gerade auf dem anderen Tablet ständig das Spiel ab. Da bin ich aber jetzt nicht reingefahren. Der ist ohne Spaß mir hinten reingefahren. Ist eine Vollbremsung hingelegt oder was? Ich habe an einem Stoppschild gebremst. So wie man es normalerweise auch machen sollte. Deswegen steht auch Stopp drauf. Oh, Bildoser. Bildoser ist natürlich auch mega, aber natürlich, das hier dürfte stärker sein. Ich hätte jetzt eigentlich am besten die Tom Landry Middle School zuerst. Ja.
So geht's ja auch. 33 Schaden. Ich schaue jetzt hier einfach noch rum. So. Und jetzt kann ich natürlich den Centerbill spielen. Auch ein Grund, warum ich den Wireless Audio Transmitter mit reingenommen habe ins Deck. Centerbill, guck mal hier. 13-fach alle heilen. Oh. Mega. Gleich schwärmt wieder von seinen Zollen. Ich lieb den Bill. Ich finde den mega. Ich finde diese. Gerade mit seiner Weihnachtsmann Cup, klar, logisch. Ich finde den geil. Alter, wollen wir das Auto rumheben? So mega, mega, mega geil. So, jetzt haben wir hier den Manuel von King of Germany. So. Ja, komm, wollen sie noch 10 km/h langsamer. Dann haben wir jetzt. Es hört sich bestimmt gerade leicht an, was ich hier gerade von mir gebe, aber es ist schon mal schwer. Und dann hätten wir noch den Bobby Egg vs. Tornado mit Iron. Ich bin an meinem Parkplatz, wo ich eigentlich parken sollte, vorbeigefahren. Tornados. So. Weiter geht's. Wie viele Matches hast du noch? Noch zwei. Alles klar, nur noch zwei? Mhm. Nur noch zwei. Einmal komplett durch die ganze Mannschaft. Oh Gott, Mann. Ich bin so müde. Wenn ihr wüsstet. Ja. Könnt ihr, wo wir gerade das Video aufnehmen, könnt ihr eigentlich ganz easy ausrechnen. Was? Ja, natürlich. Was ganz easy aus. Sie sehen doch die Zeit, also wann wir es genau aufnehmen. Sie sehen doch die Zeit, wie lange es noch dauert, bis das Match vorbei ist. Das ziehen sie einfach von dem anderen ab, von der End-Uhrzeit. Hä? Natürlich, bei uns ist jetzt noch 6 Stunden 20 oder so. So, dann ziehst du diese 8 Uhr von 6 Stunden 20 ab. Oder bei uns 35, sorry. 6 Stunden 35 hast du unsere Uhrzeit. Worauf willst du hinaus? Ja, sie können es sich ausrechnen, wann wir es aufnehmen. Ach so, meinst du. Ja. So, und da haben wir ihn wieder, den Centerbill. Ach toll, super. Santa Claus kommt dieses Jahr nicht vorbei. Ich finde den geil. Und eine glatte 100. Oh Gott, Herr Gleich. Yeah, man. Herr Gleich ist echt schlimm, Leute. Bam. Leute, Herr Gleich ist schlimm. Boom. Shagalaga. So. Herr Mr. Gleich. Leute. Das nächste Video. Der andere. Ich hab Butterfly, Leute. Der andere ist jetzt dran. Ey, wir hätten uns nennen müssen Herr dieser und Herr andere. Nein. Hä? Nein. Nein? Beim besten Willen. Doch, lieber sofort und gleich? Ja. Und, ach komm, den nehme ich mit dem Straßenräuber auseinander. Leute, warte mal. Mach doch bitte, hör auf mit deinen. Das sind Klickarten. Guck mal, da haben auch die Minecraft-Spieler was von. Toll. Alle anderen sind dann nur genervt. So, ich nehme jetzt erstmal den Skulptor-Peter rein. Der hat es jetzt auch noch überlebt, das ist gut. Und jetzt kommt nochmal die schlimme Tina. Oh Gott! Yippie! So sehe ich schon wieder aus, wenn ich wütend bin. Gegen den anderen. Was? So wie die schlimme Tina oder was? Ja. Echt? Ja. Nein, 86 nicht. Punkte ich bin nur. Immer so geschwind. Gegen den anderen. Weil so. Ich glaube, ich habe mich mal komplett im Leben noch nie geschwind. Ich glaube, außer mal zu fascheln. Sonst gar nicht. Jo. Aber will ich auch lieber nicht. Also, das war's jetzt hier von diesem Rumble-Match gegen King of Germany. Das werden wir wohl deutlich gewinnen. Bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Abo und ein Like und einen Kommentar. Schreibt auf jeden Fall was in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Und tschüss. Macht's gut, bis dann und tschüss.